Die kurdische Gemeinschaft in Paris hat am Mittwoch mit einem Schweigemarsch der Morde an drei Aktivistinnen der Arbeiterpartei Kurdistans PKK im Jahr 2013 gedacht. Die Frauen waren vor 10 Jahren in der Nähe des kurdischen Informationszentrums im 10. Arrondissement mit mehreren Schüssen in den Kopf getötet worden. Am Vortag trauerten Zehntausende in Villiers-le-Bel, einem Vorort von Paris, um drei Mitglieder der kurdischen Gemeinschaft, 2 Männer und eine Frau, die kurz vor Weihnachten in Frankreichs Hauptstadt erschossen worden waren. Die Tat am 23. Dezember hat ein 69-jähriger Rechtsextremer gestanden. Die französischen Ermittlungen deuteten im Mordfall von 2013 auf eine Verwicklung des türkischen Geheimdienstes hin. Ein Verdächtiger, dessen Name unbekannt ist, wurde verhaftet. Er starb jedoch 2016 vor der Gerichtsverhandlung. Auch hinter den neuen Morden vermuten einige KurdInnen den türkischen Geheimdienst.